Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Tiedemann ist in London mit der Adler von Lübeck. Die Geschäfte laufen gut und er wird sich jetzt, wir haben in London, glaube ich, im Moment hier nichts weiter auszumachen. Wird ja eh durch den Handel abgedeckt. Ich meine, gibt es irgendwas Besonderes? Ja, nö, Tuch 231, das könnte man kaufen, aber das macht dann unser Händler. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir wollen zurück nach Lübeck, aber ich denke mal, wir werden wieder irgendwo Zwischenstopps einlegen, um ein bisschen nach einem Kapitän Ausschau zu halten. Werden wir mal nach Scarborough düsen. Vielleicht unterwegs noch auf Piraten treffen. Weil es ein Küstenweg ist, schauen wir uns das mal direkt an. Wobei hier habe ich das Gefühl, die Piraten sind deutlich öfter in der Ostsee als in der Nordsee. Scheint mir zumindest so. Hier sehen wir gerade schon wieder einen, der uns verfolgt. Entschuldigt, mit 4 Schiffen. Aber ich hoffe, der kriegt die nicht. Jedes Schiff kann übrigens auch vom Ausguck her, oh, wir haben recht fest, nur 2 Schiffe entdecken. Brauhaus. Das ist auch gut. So, wir sind in Scarborough angekommen. Noch nicht ganz, aber wir können hier schon mal reingucken. Und das war schon. Dann düsen wir wieder ab. Dann ist es nichts. Dann fahren wir nochmal nach Riepen ran. Und hier schätze ich mal, treffen wir auf keinen. Nee, auf keinen Piraten. Dann fahren wir weiter. Aber da hinten, die Mäusebus hat. Oh, die ist voll beladen. Ich hoffe mal, sie schafft es wie so oft. Diesmal auch. Seeschlacht-Info. Geflogen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind in Riepen, gucken kurz vorbei hier in der Kneipe. Nix da. Und machen uns nochmal mit Zwischenstopp Aalborg auf dem Weg zurück nach Lübeck. Hier steigt möglicherweise die Piraten. Chance oder Gefahr, je nachdem wie man es sieht. Deswegen gucken wir uns das vielleicht mal ein bisschen genauer an. Nö. Sieht wohl nicht so aus. Wir sehen nur die beiden Schiffe da vor uns. Ja, dann weiter. So, Aalborg. Auch hier eigentlich nur der Zwischenstopp wegen des Kapitäns. Aber hier schauen wir auch mal nach dem Rechten. Das ist ja auch immer gut. Wie sieht's aus im Kontor? Also Holz. Das Holzthema, da habe ich jetzt eine Idee, was wir da machen. Da hauen wir nämlich die Libelle noch in den anderen Konvoi mit ran. Und dann kann da massiv Holz abtransportiert werden. Ansonsten sieht mir das alles ganz anständig aus, was wir hier liegen haben. Eisen waren fast schon ein bisschen zu viel eigentlich. Wir haben ja insgesamt eher einen Mangel an Eisenwaren. Wartet mal. Oh, hier haben wir einen Piraten. Da kommen wir gerade nicht hin. Oder wir machen mal langsamer. Aber ich werde, glaube ich, mal hier reingehen und hier das mal dezent reduzieren auf 5. Eisenwaren ist nämlich so ein Mangelthema gerade. Gut, hier also nichts weiter. Dann auf nach Lübeck. Mal gucken, vielleicht erwischen wir ja den Piraten. 2 Schiffe mit unserem dicken Schiff könnten wir vielleicht sogar hinkriegen. Wo fährt er hin? Das ist die große Frage. Er dreht bei. Das ist schon mal interessant. Dann werden wir mal manuell steuern. Mal gucken, ob wir ihn sehen. Schiffshandel. Ah, die Josefina. Tatsächlich. Warte mal, können wir da noch irgendwie dazu stoßen? Vermutlich nicht so einfach. Wo ist die Adler von Lübeck? Aber. Ne, wir müssen jetzt hier kurz mal ein bisschen warten, bis der Seekampf zu Ende ist. Und dann können wir vielleicht. Aha! Aha. Aber wir sind natürlich langsam. Das ist das Thema. Die Josefina konnte fliehen. Mal gucken, ob die Piraten auch fliehen können. Wenn wir sie jetzt mit unserer lahmarschigen Holk verfolgen. Zwei Schiffe sehen wir. Oh, die sehen aber auch stark aus. 59 dabei. Wir wissen bloß nicht, was für Schiffe sind, aber sie haben. Gut, verdammt, ich bin stehen geblieben. Na gut, dann sind sie uns eben mal wieder erwischt. Versuchen wir mal, dieses eine hier zu kriegen.
Aber das hat auch ab. Nee, dann war es nicht. Dann sollte es nicht sein. Zumindest fühle ich mich ein bisschen wehrhafter. Wir selbst werden dann bestimmt nicht mehr so einfach angegriffen. Also jetzt auf nach Lübeck. Und da haben wir nämlich viel zu tun. So. Wir legen erstmal an. So, was wollte ich jetzt hier alles tun? Erstmal gucken wir natürlich. Nee, hier ist niemand dabei. Dann werden wir ein Bad nehmen. Ja, das Bad tut gut. Dann. Oh, schaut mal. Die Kirche ist, glaube ich, fertig gebaut. Oder nee, sie wird gerade gebaut. Der Turm. Ist das ein Holzgerüst? Oder ist das irgendwie Kupfer? Nee, derzeit kein weiterer Ausbau. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir jetzt mal eine Armspeisung unternehmen? Getreide ist ja jetzt mal ausreichend da. Sind wir mal ein bisschen großzügig. Bier, wahrscheinlich haben wir zu viel von den Lastwaren. Aber den Armen soll es auch mal gut gehen. Mal gucken. Äußerst großzügige Spende. Ja, die Bettler sind. Aber die Bettler wählen uns nicht. Das ist auch nicht so toll. Was können wir noch tun? Ach, wisst ihr, was wir mal machen könnten? Kann man nicht auch ein Privatdarlehen vergeben? Hier. Krämer, die wollen. Ja, ich denke mal, wir werden mal ins Kreditgeschäft einsteigen. Wir haben so viel Geld. Bieten wir dem das an? Wir machen mal normale Zinsen. Okay. Können wir noch eins? Ja, sieht gut aus. Damit macht man sich nämlich auch Freunde in der Stadt. Und wieder, wie das immer so ist, Abhängigkeiten. Okay. Gut. Sehr schön. Das läuft. Prima. Geld haben wir genug. Also die Routen laufen. Jetzt eine Sache wollte ich noch tun. Wir müssen uns mal hier mit der Sicherheit unseres Lagers beschäftigen. Wir brauchen mehr Wachposten. Ein mehr. Dann sind wir wieder auf Maximum. Das ist soweit auch gut. Jetzt eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben echt ein. Ah, schön die Stadtmauer. Wir haben echt inzwischen zu wenig Eisenwaren. Wir gucken uns jetzt mal den Kontorbestand genau an. Also, Bier scheint wieder einigermaßen zu laufen. Kann auch sein, dass gerade jemand da dazu gestoßen ist. Weiß ich nicht genau. Müssen wir sehen. Ach, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier das ganze Gequatsche, machen wir jetzt was Wichtiges. Die Wallenbrecher, die soll ja auf eine Tour gehen. Die habe ich schon vorbereitet. Dazu brauchen wir aber erstmal Matrosen. Und zwar 8 Stück, Minimalbesatzung. Und dann kommt die Route. Und das ist Lübeck-Köln, die wir mal einladen. Mit reparieren. Die sieht so aus: Wir nehmen in Lübeck Bier, Eisenwaren, Felle, ein bisschen Getreide und Tran mit. Und laden das natürlich aus ins Konto und nehmen, wenn da ist, Fleisch, aber vor allem Honig, Keramik und Wein mit. Das ist das Entscheidende in Köln. So, das ist sozusagen die Direktverbindung, dauert 6 Tage hin, 6 Tage zurück und wir schalten sie aktiv. Ach, die habe ich auf die Libelle gepackt. Ach Mensch. Das ist natürlich Quatsch. Da soll die hin. So, jetzt aber aktiv geschaltet. Was wir natürlich dann noch machen, ist, wir müssen unsere Flandernroute, die Hochseeunke, die müssen wir natürlich verändern. Die darf in Köln nicht mehr vorbeifahren. Das ist der Punkt. Das werden wir einfach rausnehmen hier. Wir können es auch löschen, aber wir werden es einfach mit dem Nicht-Anlaufen-Befehl klären. So, jetzt sind wir aus Versehen hier irgendwo in einer Stadt gelandet. Das haben wir gar nicht gesehen. Wir sind eigentlich in Lübeck. So, und worauf ich auch noch warte, ist, dass dieser große Konvoi aus Aalborg, der soll mal nach Lübeck kommen. Da will ich dann jetzt noch die Libelle mit ranpacken. Aber wir waren gerade bei der Analyse unseres Status quo. Also Bier ist okay, 139, das läuft. Das werden wir auch wieder gut verteilen. Eisenerz ist auch okay. Eisenwaren ist ein Problem und das ist jetzt wirklich ein Punkt. Wir müssen mehr Eisenwaren hier Produktion hier aufbauen. Das ist jetzt, das läuft nicht mehr. Unsere Cashgrube
Nee, so sagt man nicht. Cash Cow, Cash Grube, Goldgrube oder Goldkau. Vielleicht wäre das auch möglich. So, Werkstatt. Oh ja, Ziegel haben wir en masse. Ich werde mal gleich zwei neue Werkstätten bauen. Ja, das passt. Und jetzt gucken wir uns direkt mal an, wie es eigentlich mit der Wohnsituation aussieht. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. 92,90. Ich glaube, wir brauchen Giebelhäuser. Wie ist es eigentlich hier mit dem Bettlern? 153, das ist hervorragend. Also werden wir mal Giebelhäuser und Kaufmannshäuser wieder bauen. Bautätigkeit bringt ja auch Beliebtheit. Gut, jetzt gehen die Ziegel und das Holz weg. Wir haben echt jetzt kein Holz mehr auf Lager. Das ist natürlich blöd. Vielleicht hole ich einfach mal manuell. Packen wir das mal hier hin. Vielleicht hole ich einfach mal manuell Holz. Seht ihr, jetzt ist hier schon Holzmangel und wir haben so viel Holz in Aalborg. Aber wir wollten ja auch auf den großen Konvoi warten. Warte mal, das mache ich jetzt noch. Wir lassen den mal kommen. Und dem Konvoi fügen wir dann noch die Libelle an und die wird dann deutlich mehr Holz produzieren. Aber einen ordentlichen Schwung werden wir jetzt selber mal nach Lübeck bringen. Jetzt haben wir schon sofort. So, da kommt der Konvoi. Segel. Konvoi Windhorst beitreten. Okay. Damit hat Windhorst jetzt sehr schön 670 zur Verfügung. Und damit nehmen die jetzt mal bitte. Ist 58 das Maximum? Okay. Ach so, 670 minus 82. Ja gut, das ist daneben das Maximum. Das ist okay. Gut, aktiv ist das Ding. Wir fahren mal schnell nach. Hätte ich vorhin auch machen können, hatte ich verpennt. Wir fahren mal nach Aalborg und holen ganz viel Holz für Lübeck. Wird der Konvoi eigentlich jetzt auch tun, ist egal. Aber wir werden dann auch die hohen Lagerkosten hier loswerden. 31. So viel ist das auch nicht, ne? Was dann unser Holz passt durch die ganzen Kanonen. Ist halt so. Gut, fahren wir wieder zurück. Wir waren mit unserer Analyse noch gar nicht fertig. Ha! Wir werden angegriffen. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt kommt unsere Firepower. Bomb! Du hast doch viel weniger Kanonen. Verdammt. Du triffst und ich treffe nicht. Ah, verdammt. Uiuiui. Der ist natürlich deutlich schneller. Aber trifft sogar. Wir sind zu lahmarschig. 93, 72. Ah. Wir verlieren Männer und schießen daneben. Das läuft nicht gut. Wir werden mal ein bisschen auf Abstand gehen. So, jetzt mal eine ordentliche Breitseite. Mensch, warum treffen wir denn nicht? Müssen wir vorhalten, oder was? Kein Zielwasser. Wahrscheinlich hätte ich... Das ist das Problem, dass wir keinen Kapitän haben, der das besser kann als ich. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Jawohl! Das war doch mal ein ordentlicher Treffer. Endlich. Der war wieder nach... Der war nicht gut. Kommt, der kommt. Jawohl! So, jetzt könnte man fast schon an ein Entermanöver denken. Aber ich fürchte, wir sind zu lahmarschig. Aber wir versuchen es. Aber wir müssen das, warte mal, wir müssen das hier irgendwie einkapern. Ja. Mit 41 gegen 19 müssen wir das eigentlich schaffen. Versucht mal euer Glück. Können wir das Schiff noch ein bisschen langsamer machen? Ich weiß nicht genau. Fliehen wollen wir nicht. Ja, wir haben natürlich keine Chance, da ranzukommen.
dann versenken wir es eben. Ja, treffen müssten wir auch noch. Ja. Verlieren die eigentlich an Geschwindigkeit, wenn sie angeschlagen sind? Sieht so aus, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir uns millimeterweise so ein bisschen ranarbeiten. Könnte aber auch nur ein Gefühl sein. Dann werden wir ihn versenken. Ist mir jetzt auch egal. Oder warte mal, können wir jetzt doch noch ran? Ich will noch einen Treffer setzen. Yeah! Ja, das ist der Nachteil an der Hulk. Sie ist lahmarschig. Aber normalerweise, wenn so ein Schiff so ein zerfetztes Segel hat, dann sollte es doch nicht mehr so schnell segeln können, oder? Würde mir jetzt mein gesunder Menschenverstand sagen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt ran. 14 Mann gegen 40. Ohne Kapitän. Tiedemann persönlich leitet dieses Manöver. Das war sicher nicht... Ja, jawohl. Wir haben es geschafft. So, jetzt muss das nur noch gelingen. Das sieht aber ganz gut aus. Einige Matrosen müssen leider auch auf unserer Seite dran glauben. Puh. So, Endkampf. Wir haben den Kreier Maria erobert. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wer hätte das gedacht? Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir wollten nach Lübeck, ne? Sind jetzt mit zwei Schiffen unterwegs. Und müssen da natürlich erstmal dringend reparieren. Uns, aber auch den Kreier Maria. Und wir haben damit einen nächsten Kreier, mit dem wir irgendwas anstellen können. Aber vor allem brauchen wir jetzt mal wieder einen Kapitän, so wie es aussieht. So, wer hätte das gedacht? Da sind sie alle. So, die Adler von Lübeck bringt jetzt erstmal Holz ins Kontor. Okay. Achso, wir waren gerade beim Häuserbauen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir werden jetzt erstmal die Reparatur an der Adler von Lübeck übernehmen. Schiff reparieren. Nicht Maria, sondern das Ding. Das Ding, sag ich, zu unserem Schiff. Und danach auch die Maria. Gut. Sehr schön. Und wir wollten noch weiter bauen. Wir wollten ein Kaufmannshaus bauen. Da ist auch alles soweit auf Lager. Das ist gut. Bauen wir das hier hin. Dann haben wir die Bautätigkeit abgeschlossen. So. Jetzt schauen wir uns nochmal wieder im Kontor um. Was hier möglicherweise zu tun ist. Felle, das scheint mir in Ordnung. Fleisch ist ein bisschen viel da. Da müsste man nochmal die Routen überprüfen, ob man da vielleicht nicht was auf den Weg schicken kann. Leder. Leder ist definitiv zu viel da. Vielleicht sollte man da irgendwann mal den Einkauf irgendwo einstellen oder deutlich verändern. Zumindest in den Kontoren. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir kaufen sogar in Danzig Leder. Da müsste was gemacht werden. Ansonsten gucken wir nochmal hier in den Kontorhandel. Bier hat auch einen viel zu hohen Preis hier eigentlich. 50. Gut. Wir könnten hier auch nochmal das Leder runtersetzen. 420 ist ja auch viel zu hoch. Wir können ja in Lübeck viel besser Leder verkaufen. Machen wir 370. Dann geht auch ein bisschen was weg. So, jetzt müssen wir erstmal auf die Reparatur warten. Gucken wir, ob zufällig hier ein Kapitän ist. Nee, ist nicht da. Also, Eisenwaren haben wir 8 im Kontor. Also das ist wichtig, dass das hier anzieht. Die Frage ist, reicht dann die Erzproduktion? Wir haben jetzt 40. Das sollte erstmal reichen. Das müssen wir einfach nur beobachten. Okay. Leute, ich würde sagen, das war ja eine richtige Premiere.
Also wir hatten zwar schon einen etwas erbärmlichen Piratenkampf, aber Tiedemann, man merkt, seine Erfahrung ist gestiegen. Der erste erfolgreiche Kampf. Sicher nicht super überlegen mit einer Holk gegen so einen Kreier, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir haben ein neues Schiff und Maria ist auch ein wunderschöner Name. Also, macht's gut, euer Steinballen.